Hallo und herzlich willkommen zum gemeinsamen Badespaß im Badehaus. Nein, zu Assassin's Creed Origins. Beim letzten Mal haben wir die Schlange aufgedeckt. Er heißt Eodorus, der königliche Schreiber. Und der hält sich so gerne im Badehaus auf, das wir jetzt betreten werden, sobald ich es schaffe, Dreieck lang genug gedrückt zu halten. Bin ich das? Bin ich nackt? Wie kann ich Eodorus aufdecken? Sehe noch nicht verfügbar. Aristo will Eodorus wegen Plagiatsvorwürfen verklagen? Nein. Ich war am Hafen und weiß es von Aristos Frau persönlich. Seine Frau? Die wird auch immer gleich hysterisch wegen gar nichts. Eodoros hat ganze Absätze aus Aristos Buch über den Nil abgeschrieben. Kyros wählt seine Pferde schlecht aus. Und dann. Ich liebe es, herzukommen. Allein das Gebäude ist die Reise wert. Sieh dir nur diese prächtige Decke an. Einfach. Eodorus ist wieder hier. Ich bedauere ihn. Seine Hautkrankheit macht ihn wirklich schwer zu schaffen. Was hat er denn für Letten, der Eodorus? Ist alles zu deiner Zufriedenheit, mein Herr? Ich sollte mich hier wischen lassen. Ja, kann ich mir vorstellen. Das war ja mega einfach. Heißt, du hast die Handklinge in der. Du hast die Handklinge auf deinem Arm. Ich hab's gewusst. Oh, ich habe meinen Finger abgeschnitten. Das ist ja. Stirb! Jetzt mach doch endlich! Verfluchen dich die Götter! Welchen Grund hast du, mich zu töten? Du hast meinen Sohn vor meinen Augen ermordet! Du bist ein Narr. In dem Tempel! In Siva! Dieses gottverdammte Drecksloch! Ich hatte nichts zu tun mit diesem Desaster. Es ist zu spät für deine Lügen. Anubis erwartet dich. Der Tod der Schlange war diesen kleinen Verlust wert. Die Schlange? Die Schlange wird niemals sterben. Doch. Sohn von Apophis. Der Herr der Duat erwartet dich. Ah, das scheint irgendwie sein Spruch zu sein, sozusagen. Das war ja mega einfach, dafür, dass wir die Schlange töten mussten. Eodorus, ermordet! Bei den Göttern, er wurde ermordet! Seht nur das Blut! Aber er war doch so schön! Es ist Eodorus, arme Seele. Und jetzt gehen wir einfach mal. Das war unabsichtlich. Jetzt gehen wir einfach, wie wir gekommen sind, oder? Das war ja einfach. Und zwar müssen wir wieder angezogen. Tolle Montur haben wir jetzt. Bewegung! Schnell! Was treibst du?
Scheiße! Der Achontas ist tot! Scheiße. Hey! Deine Zeit ist gekommen! Ups, falsche Taste. Ich reiß dir die Eingeweide raus! Oh, Baby. Hast hier nichts zu suchen? Na gut. Moment. Deine Zeit ist abgelaufen. Wenn sie unbedingt wollen, dass ich sie alle abschlachte. Ich wollte eigentlich nur das Holz von dem haben. Danke. Was ist jetzt unsere Aufgabe? Ausrüstung? Was brauchen wir da? Bronze. Super. Distanz auf einmal eine neue. Da legen wir den. Zieht und Holz. Schild. Da bekommen wir Bronze. Was haben wir neues für Inventar? Na das. Okay. Weiter geht's, oder? Ah ja. Sprich mit Aya am Peinandon. Gaul. Der Nebel, das ist so cool. Achso, jetzt sind wir da wieder in den Brunnen rein. Na gut, so kommt er nicht drauf. Ich bin so. Habe ich da nicht irgendwas gefunden beim letzten Mal, um reinzukommen? Anscheinend nicht. Oder war das was anderes? Das war was anderes. Ja. Frag mich, wo sie die Pfeile transportiert. Unsichtbar. Mein Liebster. Die Schlange und Gennadius sind tot. Sein Stümmelfinger hat man gesehen. Es war Eudoros. Er starb strampelnd im Badehaus. Wäre ich nur dabei gewesen. Meine Frau. Meine Frau. Sehr romantisch. Damit ist, glaube ich, die Sequenz 2 abgeschlossen. So wie ich das sehe. Sind wir in der echten Welt. Ich hab dich schon gefragt, ob ich dich raushole. Dein Adrenalin und Blutdruck sind erhöht und das beeinflusst deinen Puls und deinen Hormonspiegel. Serotonin und Oxytocin ganz besonders. Was ist denn da drin passiert? Aya ist hier. Wer ist Aya? Ayeks Frau. Ich fühle ihre Anwesenheit. Du kannst sie fühlen? Das ist sicher der Sicker-Effekt. Außer Ayeks Erinnerungen erlebst du auch seine Emotionen. Nein, du Trottel, ich glaube, sie ist wirklich hier in der Höhle. Haare haben sich dieselbe Gruft geteilt. Noch eine Mumie? Und was?
Dann melden wir das an Abstergo? Nachdem ich sie gefunden habe? Ich werde es melden, wenn du es nicht tust. Diana, nein. Dann kassieren sie doch die Lorbeeren. Und ich bleib wieder außen vor. Okay. Frag mich, wie die Empfang da drin hat in der Höhle. Da. Was ist denn? Der Sicker-Effekt führt mich zu Aya. Oh, klasse. Treibstoff für deinen Superheldenkomplex. Kann ich nicht wieder rein? Tritt hervor. Sie ist da unten. Es wird Zeit für einen Todessprung. Tritt hervor am Tag und ich geleite dich heim. Mit wem redest du? Bayeks Mumie. Das ist eine richtige Tratstante. Was für ein Sprung? Du bist nicht in der Verfassung für irgendwelche Sprünge. Na, servus. Und da ist sie voll nicht drauf gekommen, dass da vielleicht noch was sein könnte da unten. Immer noch keine Spur. Verdammt, ist das kalt. Ich hatte recht, sie ist hier. Da bist du ja, Gott sei Dank. Ich kann fast das Blut schmecken. Oh, okay, du redest ganz schön wirres Zeug, Layla. Wir müssen Meldung machen. Noch nicht. Noch nicht? Wann dann? Hä? Tja, ich hab nicht vor, hier unten zu versauern. Nicht. Was hast du jetzt wieder vor? Klettern. Und das ist schwer, also sei still, okay? Schön. Sag Bescheid, wenn du oben ankommst. Viel geklettert sind wir noch nicht. Ups. Gut, das ist definitiv nichts. Ich dachte, man soll da am Rand gehen. Was jetzt? Darüber? Und dann? Hoch. Ich gehe wieder rein. Wieso? Ich habe eine DNA-Probe. Ich will in ihre Erinnerungen. Ich verstehe deine Aufregung, aber je mehr Risiken wir eingehen, desto schlimmer kann es enden. Nein, ich will nicht mit Daria spielen. Es geht um meinen Traum. Ich mache das auf meine Art. Verdammt, meine Papiere sind überall. Ups, etwas Wichtiges? Ja, die Notizen zum Animus. Was heißt das? Wurden wir entdeckt oder wie? Nein. Ich gebe Ayas DNA in die Kammer. Die Sequenzierung wird dauern. Du kannst dich nicht direkt mit ihr synchronisieren. Warum nicht? Layla, du solltest noch etwas wissen. Wenn du unkontrolliert die Sequenzen zusammenmischt, wird der Übergang zwischen den Erinnerungen unvorhersehbar sein. Unvorhersehbar ist völlig okay für mich. Ja? Ich mache mir Sorgen. Das machst du immer. Oh, ist kaputt. Ich will nicht... Oh, jetzt bin ich dumm. Der Kack. Spiele ich jetzt das Eier oder wie? Ich will aber nicht. Bitte nicht. Hoffentlich dauert das nicht lange. Ich will mein Bike wieder und die Waffen aufleveln. Schau mal, falls das überhaupt jemals irgendwann lädt. Oh, Gott sei Dank.
Was ist denn? Mit dem Paladins-Outfit. Die Schlange. Was, wenn er nicht der Letzte war? Natürlich war er der Letzte. Sie sind alle tot. Es ist getan. Vorher habe ich ein Achievement bekommen und das war erst der Anfang. Weiß nicht, ob es wirklich getan ist. Wenn du noch Fragen hast, Apollodoros kann helfen. Er weiß alles. Und wo finde ich diesen Mann, der so viel weiß? Er ist bei Kleopatra. Aber trifft zuerst seinen Kontakt beim Hippodrom. Hey! Ich sage Phanos, dass Gennadios tot ist und treffe dich später. Bin ich jetzt wirklich so angezogen? Nein. Genieß das Hippodrom und verspiel nicht dein ganzes Geld da. Finde Apollodoros Kontakt beim Hippodrom. Ah. Stimmt eigentlich. Will ich das jetzt gleich weitermachen oder will ich mal kurz was anderes machen? Oh, zum einen mal. Oh, Schnellreise. Wenn wir schon mal da sind. So, und da drüben, was wir jetzt gerade sehen, da müsste eine Schriftrolle sein. Wo hupf ich da runter am besten? So? Ja. Gut, schauen wir, was wir jetzt noch machen können. So, braucht das für Level 20. 20. Nebenquest. Holen wir uns mal... Achso, Waffenkammer ist das noch. Das ist zu stark noch für uns. Schauen wir uns mal das Fragezeichen an, was das für ein Ort ist. Schreit er dann schon wieder. Der hat's eilig. Eigentlich würde ich gerne auf Bronzesuche gehen, sozusagen, weil ich meine Handklinge verbessern will. Irre. Ah, das Haus ist das. Schatz plündern, eh klar. Ist er das schon, oder wie? Da unten? Das ist so viel Blut. Ach du Scheiße, was hier passiert? Ich erkenne diese Maske. Sie gehört einem von ihnen. Das ist ja aus Siva. Arya hat es die ganze Zeit behalten. Kann ich mitnehmen? Das ist der Mann, der meine Frau töten wollte. Das hat er nun davon. Kann ich jetzt den Schatz finden? Unsere Frau bestehlen, das geht klar. Problem. Ist hier ein urgeiles Haus? Man kommt nicht mehr raus. So, kaufen wir noch schnell, gehen wir schnell zum Schmied und verkaufen unsere Sachen. Ah,
Ja, komm, wo ist der? Und auf dem Markt. Servus. Suchst du was Bestimmtes? Verkaufen. Und zwar tun wir unsere Grafik verkaufen. Na gut, das war jetzt nicht so viel. Jetzt ist die Frage, sollen wir natürlich das aufrüsten jetzt unser... Das kostet so viel, das gibt's ja gar nicht. Schlangenschild könnten wir aufwerten. Stufe 7 ist das erst. Nein, machen wir nicht. Dann leb wohl. Jetzt machen wir das, auf was wir alle gewartet haben. Seit Ewigkeiten. Auf unseren Gaul. Bringe uns zu unserem Schicksal. Wir öffnen jetzt feierlich eine einzige Truhe. Ich glaube, dass es unnötig ist, weil wir eh die DLC-Waffen haben. Gib den Weg frei! Aber was denkst du dir dabei? Es muss einmal passieren. Wenn es nicht gut das ist. Erst der komische Straßenverfolger macht auch nichts. Wenn das wirklich jetzt nichts Gutes ist, dann haben wir 3000 Drachmen zum Fenster rausgehauen. Phylakes sind hier, wo sind Phylakes? Wie schaut die aus? Das Level 20 ist der. Ja, egal. Wieso müssen die Level 20 sein, diese Phylakes? Ich meine, es ist schon schlimm genug, dass es so Leute gibt, die einfach auf mich losgehen, aber Level 20? Ich wollte doch nur, Mann, meine wohlverdiente Belohnung kaufen. Bitte sagen, ich spawn in der Nähe. Ja, Gott sei Dank. Wo ist er? So, mein treuer Freund. Tag ist gekommen. Feuerwiderstand. Saunig. Das war ja komplett neu. Ich hab's eh nicht anders erwartet, aber... Ich meine, vielleicht finden wir mal was Legendäres oder so. Ja, ist doppelt so stark wie unsere. Nehmen halt, aber. Na, das können wir überhaupt nicht, wenn er den auf dem Rücken hat. Sicher nicht. Passt überhaupt nicht zum Outfit. So, was haben wir da? Zerlegen wir halt die grausame Hacke. Und ein bisschen Eisen. Und Fähigkeiten können wir auch was Neues holen. Ah, dieses Wesungsgift, das ist quasi das, was wir mit unserem Schwert immer machen. Das heißt, es ist eigentlich sinnlos, das zu kaufen, aber wir müssen es kaufen. Erlernen. Haben wir jetzt quasi ein neues? Oder ist es mit Schlafdings, Verwesungsgift? Nein? Okay, na gut. Das war's für diese Episode. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über Likes freuen, und falls ihr mehr davon sehen wollt und nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal zu Assassin's Creed Origins.